Ja Leute, was geht? Es geht weiter mit Let's Play Gotham Knights mit Minion Pirates. Wir machen weiter. Wir sind immer noch hier unterwegs bei Dem Mr. Ausweis Freeze. nach war das Dr. Theodore Upshot, Leiter der Kryogenforschung. Ob Upshot irgendwas dabei hatte, was den ganzen Wahnsinn hier erklären könnte? Ah, das war Lee, also, nee, das war Upshot. Was ist das denn hier? Victor hat trotz aller Gefahren getan, was er getan hat. Ich habe ihn nur unterstützt, aber meine Unterstützung war absolut. So sieht Schuld aus. Die von uns gebaute Maschine ist unsicher, ungetestet. Natürlich habe ich auf eine Sicherung bestanden, einen Unterbrecher, falls Victor damit Gott spielen will. Der Unterbrecher hat Victor rasend gemacht. Er fragte, ob ich den Glauben verloren hätte. Ich habe ihn versteckt, statt ihn zu zerstören, weil ich ihn fast so sehr fürchte wie das geschaffene Potenzial. Wenn du das hörst, vergib mir, bitte. Ein Unterbrecher für irgendeine Superwaffe. Na, ganz toll. Der schöne Plan für eine Maschine von Mr. Freeze und den Wissenschaftlern, der Quarz gebaut wurde. Es sind zu viele Teile, um die zu analysieren. Das ist natürlich doof. Das war jetzt das hier. Ich muss sein Büro finden. Dein Büro. Das ist so oben dann, ne? Oder wie? Brauche ich ein Passwort oder ein PIN, besser gesagt ein PIN-Code. Nur wo befindet er sich? Also hat er eine Sicherung im Büro versteckt. Clever. Und die Spot, die Notfallsicherung ist bereit. Wenn Freeze jemals von der Assistenz erfährt, bin ich so gut wie tot. Aber ich habe gesehen, wozu seine Maschine fähig ist. Die Zerstörungskraft ist zu groß. Die Notfallsicherung ist in meinem Büro versteckt. Am üblichen Ort. Hoffentlich muss ich sie nie benutzen, aber ich bezweifle, dass Freeze seine Pläne so schnell aufgibt. Oh Gott, zum Glück hat er das gemacht. Und dann wäre jetzt am Arsch. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, weil die hat. Also, weil die Wissenschaftler schon tot sind. Nee, hä? Ach, da war das. Weil die schon tot sind, glaube ich, dass er das schon hat. Die Sicherung muss irgendwo hier drin sein. Sehr gut. Ein doppelter Boden? Nett. Oh, doch nicht. Glück gehabt. Glockenturm, ich habe ein Gerät bei Quartz Labs gefunden. Es soll eine Maschine, unterbrechen, die Freeze hat bauen lassen. Ich bringe es mit. Gute Arbeit. Wir warten dann im Glockenturm. So ein Quarz. Okay, das ist eine Nacht gewesen.
Nice, wir haben's. Okay. An der Tafel hängen neue Infos. Haben Sie in den Quartz Labs noch etwas zu Mr. Freeze gefunden? Dr. Kalte Schulter? Seine Handlanger haben für ihn Wissenschaftler erledigt, die ihm beim Bau einer Maschine geholfen haben. Als ich ankam, war sie schon weg, genauso wie weitere Ausrüstung, aber ich habe eine Sicherung gefunden, die der Laborleiter Unterbrecher nannte. Wenn wir rausfinden könnten, was Freeze aus dem Labor gestohlen hat, wüssten wir, womit wir es zu tun haben. Mit einer Superwaffe, schätze ich mal. Oder sorry, die Fallakte von Mr. Freeze, okay? Okay, wir kennen den nächsten Zug von Mr. Freeze. Untersuche eine Fallakte, okay. Gut. Ach so, das sind jetzt immer so kleine Missionen. Okay. Was hat der Wetterbericht was von einer Eiszeit gesagt? Achtung, Extremwetterereignis im Gange. Es wurde innerhalb von Minuten 20 Grad kälter. Eine extreme Kaltfront? Das ist nicht möglich. Nicht ohne etwas Hilfe. Freeze. Freeze macht jetzt das Wetter? Freeze macht jetzt das Wetter. Der Sturm konzentriert sich um das Elliot Center. Wir müssen sofort dahin. Okay, sind wir schon bald durch mit dem Spiel? Also wir haben noch Harley Quinn, aber wenn das sieht ja hier aus wie ein Finale, wie so ein Mr. Freeze Finale. Ist das Spiel nicht so lang? Na gut, bin mal gespannt. Wow! Was ist denn? Ach du Scheiße. Freeze, kannst du mal damit aufhören? Wow. Ja, okay, der ist aber schon spektakulär. Das ist schon. Ja, gut. Glockenturm, das Elliot Center ist vereist. Natürlich Freeze-Werk, aber auf der Spitze geht was Seltsames vor. Schau da mal vorbei. Alle Einheiten am Elliot Center, Luftunterstützung unterwegs. Feinde auf den oberen Etagen eröffnen das Feuer. Scheiße, na gut, egal. Keine Zeit, leise vorzugehen. Die CPD bewältigt das nicht allein. Zum Glück bist du rechtzeitig gekommen. Ey! Ja, ihr schießt auf mich! Der soll ich loswerden will, ist ja wohl... bisschen... logisch, oder? Ich mag nicht so gern mit Eiswaffen beschossen werden. Ich esse ganz gern mal ein Eis, aber... Eiswaffen beschossen ist da ein bisschen was anderes. Oh, Alter, der geht ja richtig auf den Sack. Oh, ne, habt ihr nicht alle Schusswaffen, oder? Ach komm, weg mich doch nochmal. Ja, ich bin. Ja, warum ist denn nicht den, der vor dir steht? Oh, du bist auch ein Idiot. Ja, oh, wir haben vier. Oh, bin ich grad ein bisschen froh. Hehe. Jetzt Maul. Oh, Alter. Ich bin gerade am Kill. Ja, ich bin doch dann ausgewichen. Oh. Schön, dass ihr auf mich alle schießen. Immer auf die Polizisten, das ist mal was. Als Maul, wird Zeit, die Flucht zu verlieren. Aber also mit zwei kann man ja auch klar, aber. Das war eben nervig. Verdammter Freeze. Ja! Yeah! Das hatte ich von einer scheiß Eiszeit. Waffen fallen lassen. Ihr redet gerade mit einem der schlimmsten. Der Sturm wird stärker. Ich empfehle Ihnen möglichst schnell einen Weg ins Elliot Center zu finden. Hallo? Ja. Zum Glück hat das GCPD den Weg schon geräumt. Yep, also die reden hier mit einem gefährlichen Superkriminellen, die so stehen bleiben. Weißt du, als ob der jetzt so sagt, ja, okay, Polizei hat einmal stehen bleiben gesagt, hat recht. Ich brech das wieder ab. Okay, ich finde einen Weg zur Spitze. Ja,
wieder angeschossen, den Arschlöcher. Ja, langsam lass es bitte. Nicht mal schießen hier an einer blöden Eiswaffe. Ich bin aber ganz froh, die Super Schurken loszuwerden. Gerade Mr. Freeze, der war dann auch ein bisschen mit seinen Handlangern doch ein bisschen nerviger. Was? Was ist denn hier? Ach so. Ah. Okay. Also der Kontakt geht auf die Fresse. Oh mein Gott, oh nee, oder? Oh nee, oh nee, oder? Da hat mir jetzt schon keinen Bock mehr. Ey, da hast du doch jetzt schon keinen Bock mehr auf die Scheiße. Okay, wenn der alle hier mit Schusswaffen ankommt, ist doch, sorry. Och nee, jetzt schießt du alle mit Schusswaffen, ne? Dann geht's ja nicht, mit eins oder so. Oh, mit eins. No. Ich muss gleich mal FSC diesen Schwung da einsetzen. Den setze ich irgendwie nie ein, weil irgendwie, keine Ahnung. Gleich wieder zu den alten Bäben, da gab es nämlich nicht. Bei den alten Bäben spielen. Aber ich glaube, ich soll das echt mal einsetzen. Ich glaube, das würde meine Energie, das würde mir ganz gut tun, glaube ich. Ja, hab ich gedacht, dass du das machst. Auf! Er lebt noch! Was? Wow. Ja. Hat man auch wieder mal gehört, ne? Weil man hört die Angriffe. Ich, da war doch das Eis immer da. Ach komm. Wir sind so ein bisschen Eis, hat man auch Energie. Ach, leck mich doch alle am Arsch hier. Ja, ja. Ach, leck mich doch alle. Leckt mich. Am Arsch. Also, ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir nicht mehr so lange daran sitzen werden im Spiel. Ich meine, Schaden war es ja vor kurzem, ne? Ich weiß es nicht, aber gut, ich schätze mal, dass noch Couplepot auch nochmal eine größere Rolle spielt. Ich kann mir nicht vorstellen. Ja gut. Ja, ich meine, das sieht aber auch schon echt ein bisschen... Ach komm. Ja, jetzt mal... Oh ja, jetzt nervt mich doch nicht, Mensch. Danke. Besiege Gegner mit schweren Nackenangriffen, leck mich. Ich bin vorher die Optik bekommen. Das GCPD zieht den Helikopter aufgrund der Schwere des Sturms zurück. Also kein Druck. Verstanden. Naja, ich suche mich nach oben. Wow, wow, wow. Eine Idee, was das war? Das Gebäude könnte wegen des Gewichts des Eises instabil werden. Ach, dumme Wettermaschine. Wird Zeit, dass du gehst. Ist nicht fest, Kill. Halt's Maul, warte Gott. Jetzt bist du dran. Leg dich hin. Da. Schöne Grüße von Freeze übrigens. So. Ja.
Alter, ist aber schon cool gemacht, ne? Also schon. Da quer die Eisbrücke. Oh oh. Das wird mir noch ewig nachhängen. Elliot Center. Als Freeze hier war, fanden noch Touren statt. Sie müssen so viel Angst gehabt haben. Ja, gehe ich davon aus. Erfrieren ist besser als Langeweile? Ah, okay, du hast eine interessante Lebenseinstellung. Genieß das Schläfchen. Das wollte ich sagen. Ja, gut, dann. Licht aus. Je mehr wir leise weggeballert kriegen, desto besser, ne? Insofern. Werde ich jetzt versuchen. So viele wie möglich von denen leise wegzukriegen. Aber oh, den Bonus erreichen wir schon mal. Das war schon mal was. Bonus ist gesaved. Sehr gut. Weil ich spiele nie auf den Bonus hin, ne? Wenn es sich ergibt, mache ich es. Wenn nicht, dann. Glaube ich auch nicht so tragisch. Mist. Ah, egal. Ich habe nicht aufgepasst. Egal. Ja, aber einmal, passt du einmal nicht auf, ne? Hast du irgendeinen mit einer Schusswaffe? Das ist immer, ja, und natürlich, die mit der Schusswaffe gefühlt leben noch alle. So klar. Ich verstehe das, also, ach so, dann muss man dann nochmal aus, weil wenn die, während die schießen, oder wie? Ich war seit meiner Kindheit nicht mehr in diesem Museum. Oh, du bist halt mal. So. Okay. Und der letzte. Da bin ich auch nicht ganz näher gekommen, wenn man das ausweicht. Also irgendwie muss er das damit zu tun haben, während die entschießen. Schätze ich mal. Okay. Okay. Ah, von da aus komme ich vielleicht ganz nach oben. Wenn ich Glück habe. Ziemlich tief. Tja, du könntest die Treppe nehmen. Oh, sehr lustig. Führen hoffentlich zu Freeze. Naja. Erreicht die Spitze jetzt, Elliot Center, okay. Zahllose Tote und die Temperatur fällt weiter. Keine Zeit zu verlieren. Okay. Ja, es ist. Oh Gott, wir haben's. Hoffentlich funktioniert der Unterbrecher. Vorsichtig. Was die? Achso, scheiße. Egal. Vorsichtig ist nicht meine. Glockenturm. Unterbrecher ist in Position und lädt. Weg von meiner Sturmmaschine! Komm, Freeze. Du kennst das Spiel doch. Du willst nicht hier sein, wenn dieses Ding losgeht. Irrelevant! Ich hab schon, was ich will! Was? Ein Sturm umhüllt ganz Gotham.
Nichts kann ihn aufhalten. Doch ich. Das endet hier und jetzt. Es macht Spaß, dich zu vernichten. Noch hast du mich nicht vernichtet. Sollte ich jetzt angreifen? Ey, bist du ein Arschloch? Ey, du bist ein Arschloch, hab ich schon mal gehört? Wow. Okay, so ist das. Also, da muss ich immer. Oh, das war ein bisschen zu blöd. Naja. Ja, okay. Erlebe meine Macht. Ey, hast du noch was anderes drauf, oder? Oh. Oh. Jetzt hat er Bock. Jetzt hat er Bock bekommen, ja gut. Der Gute. Hallo. Tschüss. Achso. Was war denn das jetzt? Was immer einmal kommen. Wenn man entkommen möchte. Ah, okay, das ist mal auch so ein Eisding. Hi. Grüß dich. Oh. Ey, du bist echt eiskalt heute. Oh, scheiße. Lass doch. Mist. Ah, Mist. Der wollte eigentlich weglaufen, aber war noch in der Animation. Ja, okay. Der scheint aber jetzt nicht so schwer zu sein, oder? Nö. Der scheint jetzt nicht so, der scheint machbar zu sein. Ja, das wäre ein Start geworden. Ey, jetzt haust du gleich zu. Ich dachte, es dauert erst, wenn du es machst. Na gut. Lässt sich auch gerade von mir verprügeln eigentlich. Meine. Eigentlich ist das sogar richtig geil, wenn das. Erlebe meine Macht. Ey, ja, wenn ich dagegen gerannt bin, ach komm. Du hast Schulter, Junge. Ich bin stärker, als du dir die vorstellen kannst. Ich habe noch ausgewichen. Ich muss immer. Jetzt kommt schon, was soll denn das? Ja, oh, was ist denn das jetzt? Na gut, wenn ich so weitermache, dann. Lauf doch! Ich hab doch Laufen gedrückt! Ja, ich hab Shift runtergedrückt, das ist natürlich nicht angenommen, warum auch immer. Ich weiß nicht, warum er es nicht annimmt, aber. Jetzt lauf! Nee, er läuft nicht. Ja, weil er so lange 3 Jahre in der Animation hängt. Oh Gott. Na gut, wir machen wir nächste. Ja, Alter. Dann mache ich ihn auch nächste Folge. Es geht halt unglaublich platt. Oh ja, toll. Ich glaube, den machen wir nächste Folge platt. Kann man verhält die überhaupt? Nee, jetzt lauf. Ich habe eigentlich auch Shift dazu gedrückt übrigens, ne? Also dann Scheiße. Ja, ich glaube, ich ehrlich. Nee, du gehst eher unter. Also, ich gehe sehr davon aus, dass wir das nächste Folge nochmal machen. Ja, ich bin wieder hier ran. No, fuck. Upp. Ah, dann muss ich jetzt machen. Okay, jetzt habe ich verstanden, wie man ausweicht. Ja. Aber jetzt geht's ja gerade, ja? Sonst machen wir es nicht. Das Problem ist,
Ja, auch zeitlich gesehen, ne? Warum ist der nächste Folge? Für euch ist auch egal. Oh, schießt man. Ah, okay, immer wenn dieses komische Klingling kommt, dieses komische Geräusch dazu, dann muss ich ihn ausweichen. Alter, das dauert echt lange gerade. Weil, dauert der echt so lange? Ey, ich bin ja kaum... Ja, ich bin ja kaum weiter, also... Ja, okay. Ich glaube, wenn ich das heute noch schaffe, weil wir dafür wir schon zu oft ins Oh, tut er auch noch? Oh, toller Weg. Ja, okay. Ja. Lauf doch, Mensch! Was ist eine Einladung? Oh Gott. Also, jetzt merkt man die Steuerungsschwierigkeiten sehr, die ihr Spiel gerade so mitbringt. Oh, okay. So, Leute. Ich würde sagen, ich mache den Bosskampf neu starten. Kann man den komplett neu starten, oder was? Den würde ich ganz gerne neu starten. Jupp, den machen wir. Den mache ich in der nächsten Folge in Ruhe. Das ist mir Bosskampf neu starten. Das bedeutet jetzt von Anfang an, ne? Jupp, das bedeutet von hier. Sehr schön, weil der braucht ja echt lange. Der ist echt zäh. Den machen wir auch, aber in der nächsten Folge haben wir keine Zeit mehr. Jetzt in der Woche, jetzt noch so ein riesen Bossfight. Hat aber Spaß gemacht. Hat wirklich Spaß. Wir haben den Weg ja auch dorthin gemeistert. Dann haben wir in der nächsten Folge in Ruhe den Bossfight. Der wird ein bisschen dauern. Haben wir zum Beispiel diese Folge schon mal angeguckt. Ist ja auch was. Und den würde ich in der nächsten Folge ganz gerne in Ruhe mit euch machen. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Aber ich muss jetzt ehrlich sagen, ich finde den Bossfight, es geht. Weil du merkst jetzt wirklich die Steuerungsschwierigkeit. Was ich mal meinte, dass man mal nicht so schnell ausweichen kann. Und nicht mal ganz so schnell das annimmt. Oder du denkst, das Spiel hat es angenommen. Aber wenn du mitten in einem Mal zu noch irgendwas drückst, dann fühlt sich das so unnatürlich euch mal an. Das merkt man jetzt hier besonders, dass es nicht immer so ganz so stimmig ist wie in Arkham-Spielen. Aber okay, ist ja, es ist so, wir machen weiter beim nächsten Mal. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich danke fürs Zuschauen. Hau rein. Tschüss, euer Pyrus. Ciao. Bis zur nächsten Folge. Und dann killen wir Freeze. Höchstwahrscheinlich. Hoffentlich. Bis dann.